No contest. Originally from South Africa, but now living and fighting out of Newport Beach, California, USA. Here is the challenger, former IBF World Heavyweight Champion, the White Buffalo, Francois Botha. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with blue, he weighed in at 17 stone, 12.5 pounds, or an even 250 pounds. He captured Olympic gold in 1988 and now has a professional record consisting of 38 bouts, 36 victories, including 28 knockouts, with only one defeat and one draw. Ladies and gentlemen, from East London, England, presenting the reigning and defending, universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, the power and the power of London, Lennox Lewis. Francois, Lennox, we've been through the rules. I expect you to obey my commands at all times. Good luck to both of you. God bless you both. May the best man win. Larry O'Connell, für den gab es ja Pfiffe bei der Vorstellung, Sie haben es gehört. Nochmal die Dreipunktrichter, Al Bennett, Roy Francis, Chuck Williams, werden die hier gebraucht. Sowohl Botha als auch Lewis haben gesagt, nein, wir gewinnen durch K.O. Und Botha hat ihm in die Augen geschaut und Lewis war der Erste, der weggeguckt hat. Da kann man viel reininterpretieren, muss man aber nicht. Aufpassen auf die Rechte, die kurze Rechte von Botha, das hat Emmanuel Stewart immer wieder gesagt. Aber Botha lässt ja auch die linke oft tief hängen, perfekt für die Rechte von Lewis. Emmanuel Stewart meinte 6 Runden, vielleicht 7, dann haben wir den Botha K.O. geschlagen. Und Abel Sanchez, der Cheftrainer von Botha, der sagt, wir werden es eher schaffen. Macht euch auf eine riesen Überraschung gefasst, da war die Rechte schon mal. Von Lennox Lewis. Und man sieht wieder, die linke von Botha hängt tief. Versucht reinzuspringen, die Rechte mal durchzubringen. Sind da noch Erinnerungen an die zweite Runde gegen Oliver McCall bei Lennox Lewis, ein paar hundert Meter entfernt von hier. Das war nicht in der London Arena, das war in der Wembley Arena. Und um dann nicht zu viel auf den Aberglauben vertrauen zu müssen, hat man deshalb hier die London Arena ausgesucht. Versucht es mit überfallartigen Angriffen. Franz Botha gut trainiert, ein bisschen austrainierter als zuletzt. Oh, die Rechte fliegt vorbei. Da war die Rechte an die Schläfe und er wackelt, Franz Botha. Wie viel Zeit lässt ihm Lewis jetzt, um wieder klar zu werden? Ja, die Rechte so von oben runtergeschlagen und hat sich Botha gut wegbewegt. Gute Linke. Etwas zu kurz und gut weggedreht von Botha. Läuft da voll rein in die Rechte diesmal. Ja.
Klare erste Runde für Lennox Lewis. Emmanuel Stewart, der hat sich hier in der Woche weit aus dem Fenster gelehnt. Lewis sei gerade bei 85% seiner Möglichkeiten, während hier nochmal die Rechte durchkommt. Und Lewis habe die Möglichkeit, so gut zu werden wie Muhammad Ali. Gut getroffen. Der Büffel wackelt, aber er fällt nicht. Guy Lewis will mal etwas Neues probieren. Die linke, die Führhand nicht direkt aufs Kinn schlagen von Franz Botha, sondern ein bisschen höher, so zwischen die Augen, auf die Stirn, ungefähr dahin, damit der Botha versucht abzutauchen, reinzugehen, um dann voll in den Aufwärtshaken zu laufen, in den rechten. Ein toller Plan, mal sehen, ob es aufgeht. Wiederum zu kurz. Lewis sicher von der Ringmitte aus. Botha muss die weiten Wege gehen. Wird von sich aus gesehen linksrum, also direkt in die rechte. So ein bisschen die sogenannte Stinker-Mentalität von François Botha. Auf der langen Distanz stehen, so kann Lewis auch nicht treffen, ohne den Schritt nach vorne zu machen. Und dann kommen so ein paar überfallartige Angriffe, dieser Haken. Und da sieht der Weltmeister dann ein bisschen schlecht aus. Der Druck hier für die Zuschauer was zu bieten, liegt ja auf Lewis und Volltreffer. Da hat er erst gewackelt und dann kam die Rechte nochmal hinterher. Ist das das Aus in der zweiten Runde? Botha steht. Aber er schaut müde, er schaut fertig. Nein. Larry O'Connell sagt, genug harte Treffer. Er war schon auf dem Weg nach unten, hat sich noch einmal so halb wieder erholt. Und dann hat Lewis noch einmal unerbittlich zugeschlagen. Und es war die rechte. Die volle rechte von Lennox Lewis. So, wie man das ja immer hört, sein bester Schlag, die vielleicht härteste Rechte im Schwergewichtsboxen zurzeit. Da war erst die Rechte, dann die Linke und dann die Rechte nochmal voll an die Schläfe und Botha kugelt aus dem Ring. Die Rechte, die Linke, er kommt nochmal, aber dann kommt die Rechte. Lennox Lewis lässt sich feiern. Also der 13. WM-Kampf hat ihm Glück gebracht. Jetzt darf man diesen Franz Botha auch nicht überbewerten. Kein schlechter Gegner, aber nicht in der Kategorie Holyfield oder Mike Tyson. Vielleicht für meine Begriffe nicht in der Kategorie Klitschko.
Da nochmal rechts, links, rechts, Ende. Also von wegen der spezielle Botha-Punch um die Ecke ans Kinn, direkt ans Kinn, beziehungsweise direkt an die Schläfe. Und Larry O'Connell, Louis hat ja gesagt bis 10, also bis zur Höchstpunktzahl einer Runde kann er nicht zählen. Hier braucht er auch nur bis 4 und deshalb hat es geklappt. Larry O'Connell, die Pfiffe haben ihm auch wehgetan. Lennox Lewis lässt sich feiern. Gentlemen, your official evening standard time. The end comes at 2 minutes 39 seconds of round number 2. The winner by knockout victory and still the universally recognized, undisputed heavyweight champion of the world, the Tower and Power of London, Lennox Lewis. Da versagt sogar kurz die Stimme von